Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tormented Souls für PlayStation 4. Ja, wir haben mit Caroline gerade hier diesen Leichnam entdeckt, der mit... Was für Blumen waren das nochmal? Ich kann es gar nicht nochmal anwählen, komischerweise. Cardolblumen? Ich hab den Namen noch nie gehört. Bedeckt wurde. Und das ist höchstwahrscheinlich der Leichnam von Maria, also könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben wir noch diese tolle Statue hier. Und da haben wir jede Menge grüne Knöpfe, die man drücken könnte. Und ich weiß nicht, ob wir das tun sollten, aber wir haben gerade keine andere Möglichkeit. Ich fange mal an, hier einen Knopf zu drücken. Ist die Tür aufgegangen? Direkt beim ersten Knopf. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt gut war. Soll ich da mal reingucken? Ich habe schon so ein bisschen Angst. Bin ich. Okay. Hier sind anscheinend irgendwelche Zellen. Aber Haschewa! Mit Säure? Hey, das war richtig. Bis das überführt, dauert es Tage. Ja, vor langer Zeit ist dieses Gittern gestorben. Okay. Das war ein kleines Kind. Ach! Das habe ich nicht. Komm ich hier. Ich bin auf Vorsicht, was schade. Ich muss jetzt leider mal eben kurz zu drastischen Mitteln greifen. Weil ich. Ja. Ich habe hier gerade nicht so viel, wirklich viel Zeit, glaube ich. Ach, das ist schon nachgeladen, wie ich das noch ständig kriege. Ausrüsten. Okay. Okay. So, kann ich jetzt. Ich habe es jetzt mit Säure probiert und da ist auch nochmal. Ja, aber er sagt, das dauert ewig. Ich probier's doch so nochmal. Einfach öfter. Ha. Huh. Aber das Schloss vereisen wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Mit einem rostigen Schloss versperrt. Und ich kann auch nicht mit dem Skalpell ins Schloss, ne? Das passt nicht. Hm. Okay. Ich bin auch vorsichtig, ich weiß. Aber soll ich. Ja, ich habe zwei Spritzen. Nimm mal eine. Okay. Ist in Ordnung. Hast mich überredet, Spiel. Aber trotzdem werde ich noch mal kurz die Waffe nachladen. So, die Frage ist jetzt: Kann ich hier noch irgendwas machen? Da kann ich halt. Ich musste halt irgendwie rein, anscheinend. Der Raum, wo der Typ rauskam, ist da noch irgendwas Nützliches drin? Wir gucken uns das hier nochmal eben an. Notfalls könnten wir noch andere Knöpfe bei dem Skelett drücken. Da ist was, ja. Oh, ein Videotape, ein VHS-Band. Es ist mit Experimentierraum beschriftet. Vom 15. November 1980. Ja, wir wissen ja, wo wir uns das angucken können. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich tun. Wenn wir hier unten nicht noch irgendwas Tolles finden. Hm. Ja, gut. Ich brauche was Schweres wahrscheinlich, was ich da raufkloppen kann. Jetzt ist halt die große Frage. Können wir noch mehrere so eine versteckten Räume finden? Oder war das jetzt Zufall? Ich würde doch mal eben versuchen, weil wir jetzt ja gerade hier sind, ein paar Knöpfe auf dem Skelett zu drücken, ob da noch mehr passiert. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Okay. Ich konnte also nur diesen einen Knopf... War das jetzt echt Zufall, dass ich den richtigen Knopf erwischt habe? Anscheinend. Ja, okay, gut, dann haben wir das jetzt gemacht. Hm. Dann gucken wir uns das Videotape an, würde ich sagen. Aber das alles nur wegen des Videotapes, glaube ich jetzt auch nicht so ganz, ne? Na gut, wir gucken jetzt erstmal. Kriegen wir schon irgendwie jetzt hin. Ein sehr langer Ladebildschirm jetzt gerade. Passiert irgendwas in der Leichenhalle? Oh, ich hoffe nicht.
Oder ist das Spiel schon wieder kurz vor dem Absturz? Das hatten wir ja in der letzten Aufnahme schon kurz. Ich hoffe einfach mal, dass sich das Spiel gleich wieder fängt. Vielleicht sollte ich dann demnächst nochmal abspeichern. Aber ich habe jetzt schon Ewigkeiten kein Tonband mehr gefunden. Naja, es hat einfach nur länger gebraucht. Hier ist, glaube ich, nichts Neues, ne? Oder ist hier was passiert in der Leichenhalle? Sieht aktuell nicht danach aus. Vielleicht passiert aber auch gleich was hier. Ich gehe in diese Richtung raus, weil da komme ich schneller in die Haupthalle zurück. Denn ich möchte in das. Wobei, ja, gut, ja, es gibt natürlich mehrere Wege jetzt zurück ins Besprechungszimmer, das ist richtig. Habe ich eigentlich hier geguckt? Hier bin ich gar nicht lang gegangen, ne? Hier bin ich gleich lang gegangen. Stimmt, das mache ich nochmal eben. Eine weitere Zeitung. Vom 11. November 82. Aber komischerweise kann ich die Zeitungsartikel nicht lesen. Mehr ist hier wieder nicht. Ja, seltsam, ne? Ah, das war der Raum. Okay, ja. Ja, ich könnte jetzt auch hier lang, aber nee. Gut, das war nur dieser Rundgang. Doch, da war ich sogar schon. Aber ich habe die Zeitung anscheinend nicht eingesammelt. Okay. War ich ein wenig unachtsam. So, ich gehe jetzt hier lang. Da komme ich nämlich jetzt zur Haupthalle zurück. Und von dort aus habe ich es dann einfacher zum. Wie ist das? Besucherraum? Besprechungsraum, ne? Besprechungsraum. Weil da ist nämlich der Videorekorder. Und die Ladesequenzen werden echt länger. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann alles nachspielen muss. Weil, wie gesagt, irgendwer hatte mir das erzählt, dass das Spiel öfter abstürzt. Ist bei mir ist noch nicht passiert. Es hat sich immer wieder gefangen, aber man weiß es nicht. So, hier ist der Besprechungsraum. Aber wie gesagt, ich kann nicht ständig abspeichern, weil ich halt nicht so viele Tonbänder habe. Ich möchte schon noch ein bisschen Fortschritt haben. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier das Videotape an. So, schauen wir mal. Hinein. Und play. Das ist aber kein Video. Ah, okay. Ach du Gott, da kann ich schon wieder rein. Ja, dann geh mal, ne? Ist in Ordnung. Jetzt sind wir wieder im Experimentierraum zu der Zeit, als das durchgeführt worden ist, ja? Oh Gott. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Da leuchtet doch was in der Nierenschale, oder? Das sind auch komische Sätze. Da könnte ich wahrscheinlich wieder zurück. Das scheint jetzt aber nicht viel Action zu sein. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen Story jetzt hier. Hoffe ich zumindest. Ein Kalender. Ja, danke dafür. Diese Leiche verströmt einen fauligen Geruch. Ich glaube, das tun die meisten Leichen. Ich gucke mir gleich die Leiche in der Mitte an. Keine Sorge. Ich will nur mal eben schauen, ob hier noch irgendwas ist, was ich mir vielleicht vorher angucken sollte. Ja, da ist der. Hier wäre dieser geheime Gang. Also ich denke mal, dass das Marias Leiche ist. Oh, hier sind Zwillingsföten. Mehrere. Und hier steht eigentlich das Skelett, glaube ich, ne? Ja, ich gucke es mir mal eben an. Okay. Dieser Körper wurde einem menschlichen Eingriff unterzogen. Einem medizinischen Eingriff unterzogen. Vor allem das Gesicht ist ja komplett weg. Das ist ja richtig. An einem Ort wie diesen, wo eine Limo $7 kostet. Das war ein Zitat. Jurassic World. ja. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Hier steht das. Da steht das. Es steht sogar immer noch da. Kann ich jetzt vielleicht lesen? Pfingstrosen. Rosen oder Jasmin? Ich kann mich nie erinnern. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kamen. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Ich hauchte ihr Gedichte zu.
Der Schmerz, den ich empfand, als sie enttäuscht ging. Erst als sie weg war, konnte ich in den Wind schreien. Oh Gott, das ist irgendwas Schlimmes. Ja, ich weiß ja mittlerweile, dass es der hier ist. Nicht? Eigentlich hätte ich den gesagt, ne? Okay. Was haben wir da? Ein Büchlein. Das Tagebuch von Bertrand Wildberger. Das ist wahrscheinlich dann der Großvater? 8. Juli 67. Die Experimente schlagen weiterhin fehl. Alle Föten sind missgebildet. Ich habe eine Idee, wie wir mehr Testsubjekte erhalten und den Prozess beschleunigen können. Aber um das zu tun, muss ich etwas Schreckliches tun und es wird unschuldige Leben kosten. Ich glaube daran, dass Gott uns die nötige Stärke, geben wird, um unsere Mission zu vollenden. Egal wie hoch die Kosten sein mögen, unser Ziel ist heilig. Die ganze Familie hat echt einen Knacks, ne? Was sind die wissenschaftlichen Bücher? Ha. Bin ich jetzt nur hier, um dieses Gedicht lesen zu können? Wahrscheinlich, ne? Aber, gut, der Geheimgang war vielleicht noch gar nicht hier, kann das sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Hätte ich mir jetzt mal eben Notizen machen sollen zu dem Gedicht? Vielleicht. Dann würde ich sagen, gucke ich mir das Gedicht gleich nochmal an. Aber ich weiß auch nicht, wofür das Gedicht notwendig ist. Hier bist du doch eigentlich das Geheilt, ja. Hm. Okay, aber mehr ist hier anscheinend auch nicht, ne? Ich gehe ja schon gerade alles ab. Vielleicht mache ich mir kurz Rosen. Mache ich mir kurz Rosen, genau. Also, ich schreibe mal auf. Also, Kuli, so. Pfingst. Rosen. Rosen. Jasmin. Ich kann mich nicht erinnern. Schmetterlinge. Die mir nahe kamen. Mir war kalt. Umarmen. Ich schreibe das mal hin. Kalt. Umarmen. Vielleicht hat das ja irgendwie noch einen Sinn. Gedichte. Falls ihr irgendwelche Geräusche hört, das ist die Schreibmaschine vor allem, die schleudert ja. Die Waschmaschine, die schleudert. Falls ihr die hören solltet, ich weiß es nicht. Schmerz. Wind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles sinnvoll ist, aber gut. Warum kann ich den hier drücken? Da fehlt ja der untere Knopf. Ach so, wahrscheinlich hätte ich durch das Videotape erst erfahren, welcher Knopf der richtige ist. Ah, das kann natürlich sein. Ja, okay. Die ganzen Knochen hier auf dem Schreibtisch, die findest du nicht irgendwie sonderbar, ne? Nö. Okay, wahrscheinlich ist das Tape wirklich dazu da gewesen, um uns, ja, den Zugang zu dem, ja, Geheimnis zu gewähren. Aber ich hab's dann irgendwie dann direkt hinbekommen. Ja. Gut, dann verschwinde ich mal wieder in den Besprechungsraum. Ja. Aber sind wir jetzt schlauer als vorher? Wir haben immer noch diese Metallwalze, die mich nicht wirklich weiterbringt, oder? Soll ich nochmal in den Keller gehen? Vielleicht haben wir da noch irgendwas nicht gemacht. Ich kann jetzt ja auch hier durchgehen, ne? Stimmt! Ich komme jetzt ja direkt in die Leichenhalle hier. Geil. Schöner Shortcut. Das hätte ich mal, ja, hätte ich eben auch schon machen können. Ich bin doof, na egal. So, wo war denn das jetzt? Hier, ne? Nee. Also ich denke, ich gehe nochmal runter. Da muss ja irgendwie noch mehr sein in dem geheimen Labor, oder? Also die Waschmaschine ist gerade sehr stark am Schleudern. Ich hoffe, das stört gerade nicht zu sehr. Vielleicht hört ihr es auch gar nicht. Die müsste aber bald fertig sein. Ich gehe nochmal runter gucken, ne? Ich gehe nochmal gucken.
Ist hier noch irgendwas? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Schloss da halt knacken müssen. Aber, ja. Wie machen wir das, wenn nicht mit Säure? Also ich glaube, die Säure hat schon was Gutes bewirkt, ja. Qualmt auch nicht mehr jetzt. Rostiges Schloss. Das passt nicht. Ha. Wir haben eine Batterie, die wir laden können. Wir haben einen Eisschrank, aber das hilft uns alles nichts. Ich versuch's nochmal mit der Säure, oder? Kann man die verstärken? Nee, ich versuch's nochmal. Benutze. Ja, ich glaube, das. Ja, das dauert Tag. Okay. Hm. Ja. Das ist ein kleines Sinn. Es würde vielleicht würde uns der Pfarrer sogar wieder einen Tipp geben. Das Problem ist nur, dass ich jetzt gerade aktuell gar nicht mehr weiß, wo der sich befindet. Ist hier noch was? Ne. Ja. Wahrscheinlich müssen wir mit der Walze irgendwo weiterkommen. Aber ich habe gerade keine Ahnung, inwiefern uns das weiterhelfen soll. Warte mal, kann man... Ein rostiges Schloss. Kann ich da vielleicht einfach ganz stumpf... Ja, ist das jetzt Verschwendung? Nee. Geht nicht, ne? Schade. Hätte sein können. Hätte ja sein können, dass ich darauf schießen kann. Ja, wenn wir ruhig... Tja. Okay. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Wir haben den Pfarrer zuletzt in diesem, ja, ich weiß schon, in diesem einen Raum da, ich weiß, wo der ist, ich weiß bloß nicht, wie er heißt, gesehen. Aber kommen wir da weiter? Das Gedicht können wir hier nicht lesen. Verwittert, ja. Die Worte konnten wir jetzt lesen, aber das hilft uns ja nichts bei diesen... Es ist aber so, können wir dieses Rad... untersuchen. Kann man da irgendwie noch einen Knopf... Kann man da einen Knopf drücken? Das wäre natürlich geil gewesen. Das ist... Naja. Es befinden sich Symbole an den Kantenflächen. Ja, ja. Hm. Und dass ich das hier auch nicht mehr anwählen kann, wundert mich so ein bisschen. Das, diese zentrale Leiche hier in der Mitte. Und die Musik macht mich auch gerade wahnsinnig, weil die ist überhaupt nichts mehr und ist trotzdem, hört sich die ganze Zeit so an, als würde gleich einer um die Ecke kommen. Es gibt ja nichts mehr zu tun, ja. Das habe ich dann einfach per Zufall gelöst. Okay. Muss ich mich womit abfinden. Ja, dann ist hier nichts mehr, ne? Dann haben wir das hier unten erledigt. Also, wir müssen immer noch diese Tür öffnen. Ja, sehe ich wohl ein. Hier stand die Kamera übrigens. Und da konnte man auch sehen, dass das hier mal ein Mensch war. Wobei, hier ist das Skelett noch mit Unterkiefer ausgestattet. In der Rückblende, wo wir gerade eben waren, hatte das Skelett keinen Unterkiefer mehr. Entweder ist es eine andere Leiche, oder ist es ein Fehler. Ich glaube, es ist eine andere Leiche. Ein Kalender. Ja. Mal wieder. Ja gut, ich glaube, wir sind hier durch. Dann müssen wir... Also ich versuche jetzt nochmal zu dem Pfarrer zu gehen. Vielleicht kann der uns ja irgendwie helfen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo dieses Rädchen jetzt einsetzen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo. Wo wir dieses Rädchen einsetzen sollen. Das haben wir alle schon gehabt. Ja, wer tut sowas? Okay. Gehen wir ruhig hier hoch. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie ich am schnellsten zu diesem Raum komme, wo der Priester ist. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Wir müssen nach unten.
könnten theoretisch. Ja. Kriegen wir aber hin. Oder ich kann hier. Warte mal, ich muss nicht, aber ich muss hier lang, oder? Ich glaube. Ja, genau. Aber der ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr da. Ich vermute, der ist gar nicht mehr da. Aber gucken kann man natürlich. Also, wie gesagt, das Rätsel mit dieser Dunkelheit, das fand ich ganz cool. Dass man einfach den Strom wieder ausschalten musste und so weiter. Fand ich echt gut. So, hier war er nämlich. Mal gucken, ob er noch da ist. Ich vermute, der ist nicht mehr da. Und wenn er noch da ist, ob er uns dann einen neuen Tipp gibt, ist halt die Frage. Er ist noch da. Okay. That's an interesting knife you. I don't know, Father. What really matters is that I. Not entirely. Ja, das haben wir schon. There are use inside the operating. I don't really want. I have heard room. Thank you, Father. Ja, das haben wir alles gemacht. Ja. Nö. Ich guck mal kurz auf die Karte. Also mir wird da höchstwahrscheinlich ja nichts angezeigt. Aber vielleicht könnte man in Erfahrung bringen. Eine Diskette haben wir ja auch noch nicht gefunden. Einfach mal zu so einem Schloss gehen und gucken, ob man da was mit machen kann. Ich glaube es halt nicht. Ja, Besprechungsraum. Bin ich im Keller? Ne, wo bin ich denn? Ah, das ist der Generator. Ja, den brauche ich auch nicht wieder ausmachen. Da bin ich jetzt gerade. Ja, da wäre. Also, ich bräuchte im Prinzip nur durch diese Fahrstuhltür gehen, da, ja. Da war ich gerade, ne? Da durch und dann ist da eine Tür. Ja. Man kann ja mal gucken. Hier. Da ist jetzt rechts von uns so eine Tür. Aber ich glaube... Oh, warte mal. Oh, ich habe gerade eine Idee. Also ich probiere es jetzt an der Tür. Ja, weil ich sowieso gerade hier bin. Wird aber nicht klappen. Ja, wie soll das auch funktionieren? Nee. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber in der Haupthalle, meine Freunde, da war doch noch so eine große Tür. Und die hatte so ein sechseckiges Symbol, aber viel größer, meine ich. Und zwar, ich zeige euch das gleich, was ich meine. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Rätsels Lösung ist. Weil das passt eigentlich nicht. Und zwar, wo bin ich jetzt? Hi. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich muss runter. Genau unter uns im Prinzip. Da müsste eine Tür sein, die auch so ein sechseckiges Symbol hat, aber wie gesagt, viel, viel größer. Mal gucken. Da hinten meine ich, ja. Aber das ist ja der ganz andere, oder? Nee, die hat kein sechseckiges Symbol. Ah, okay, das ist was anderes. Ja, das wird nicht passen. Nein, das passt auch nicht. Dann hatten wir auf der anderen Seite, wenn man die Treppe runtergeht, eventuell noch so eine Vorrichtung. Ob das hilft, weiß ich. Also hier um die Ecke da. Ist aber auch nicht das, was ich suche. Ne. Puh. Tja. Wir kommen gut voran, ne? Scheiße. Metallwalze. Ist es wieder an der Zeit, dass ich nicht weiter weiß? Das tut mir echt leid, aber ich wüsste nicht, wo wir noch hin sollen. Ich guck noch einmal mit euch gemeinsam auf die Karte und dann tut mir leid, aber dann muss ich leider noch mal kurz gucken, weil ich weiß echt nicht weiter. Studio. Wäscherei, Duschraum. Lager. Schrank. Da war das mit der Batterieladen und wir können was einfrieren, ja. Aber einfrieren, das bringt uns ja alles nicht wirklich was. Wo können wir mit diesem komischen Symbol hin?
Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Leute, ich muss leider kurz nachgucken, so leid es mir tut, aber ich weiß gerade nicht weiter. Entschuldigt das bitte. Wir sehen uns gleich wieder. Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich weiß jetzt wieder mal Bescheid. Tatsächlich, ist das gar nicht mal so doof. Und zwar müssen wir vielleicht doch noch mal eben kurz in die... Videosequenz. Ja, doch, ja, in die Vergangenheit. Da ist doch nicht alles gelöst. Also, ich habe ja gedacht, dass dieses Band uns nur darauf hinweisen soll, wie wir praktisch diesen Geheimgang finden, aber dem ist nicht so. Wir können da noch mehr finden. Und zwar habe ich ja dieses Rätsel da aufgeschrieben. Ne? Also Rätsel, dieses Gedicht. Und das hilft uns tatsächlich. Wir können nämlich auch hier das Skelett noch drücken. Und es hat einen Grund. Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, dass das funktioniert. Und zwar, wir lesen das noch einmal durch. So. Pfingstrose, Rose, Jasmin, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Erinnern tut man sich im Kopf. Ich glaube, das ist das Problem. Also Kopf, erinnern. Vielleicht. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir zu nahe kamen. Schmetterlinge spürt man ja normalerweise im Bauch. Na, ich glaube, dass jeder Spruch für einen Körperteil steht. Nie war, mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Kalt, zärtlich umarmte, also arm. Also er hätte entweder arm oder eventuell Herz. Ah, ich glaube arm. Ich hauchte ihr Gedichte zu, ist mit dem Mund. Oder Atem. Vielleicht Hals. Hauchen. Der Schmerz, den ich empfand, als sie enttäuscht ging. Das müsste Herz sein. Herz. Ja. Erst als sie weg war, konnte ich in den Wind schreien. Und dann kommt nochmal... Ja, dann ist eigentlich die Kehle, ne? Okay. Hals ist das letzte. Es sind 6 Stück. Ich gucke gerade an. Ja. Also Arm. Ja, Arm ist... Ja, das ist Arm, ist richtig. Aber das vierte ist nicht Hals. Dann ist das vielleicht die Hand. Okay. Kleiner Moment. Pass mal auf. Also es... Ich kann mich nicht erinnern. Es sind aber nur... Es sind nur 5. Okay. Erinnern. Dann vielleicht... Ja. Bauch. Schmetterlinge. Dann eigentlich ein Arm. Ja. Dann der Schmerz im Herz. Und dann konnte er schreien. Nee, war nicht der richtige anscheinend. Also gut. Also nochmal. Kopf. Bauch. Und dann vielleicht... Nee, auch nicht. Vielleicht ist das Erinnern gar nicht auf den Kopf bezogen, wobei... Hm. Moment. Also das... Darum geht es auf jeden Fall. Erinnern. Kopf ist das Erste, definitiv. Schmetterlinge. Schmetterlinge spürt man doch im Bauch. Kopf, Bauch. Ich bin mit... Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Dann die Hand. Also, dann hätte ich als drittes gesagt, die Hand. Wegen Umarmen. Ich hauchte ihr Gedichte zu. Das muss der Hals sein. Also, ja. Okay, ich hauchte ihr Gedichte zu. Der Schmerz, den ich empfand, ist das Herz. Erst als sie weg war, konnte ich in den Wind schreien. Da muss man einfach 6-mal drücken und der Hals kommt 2-mal anscheinend. Pass auf, wir machen das mal von vorne. Also, Kopf, Bauch, Hand, Hals, Herz, Hals. Geil. Geil. Ja, ist fast schade, dass ich jetzt nicht selbst drauf gekommen bin. Weil ich hatte halt den Gedanken, das Rätsel ist erledigt. Ne, weil ich halt gedacht habe, ja, das Video weist uns jetzt einfach nur auf diese Sache hin. Dass es hier einen Geheimgang gibt. Aber dass wir auch in der Vergangenheit hier hin können,
Das ist natürlich sehr geil. Mal gucken, was wir jetzt hier finden. Das weiß ich nämlich noch nicht. Oh, oh, eine Cutscene.